Takiro ging es inzwischen viel besser. Es waren schon einige Tage vergangen. Junge, wie fühlst du dich? Viel, viel besser, beide. Dank deiner Hilfe. Aber ich möchte auf jeden Fall zu Kim. Ich möchte zu meiner Freundin. Immer mit der Ruhe. Darum kümmern wir uns jetzt. Aber auf jeden Fall ist eines wichtig: dass die Drachensoldaten Königin Mahana dich nicht wiedererkennen. Deinen Prinzen anreißen. Ich weiß, ich kann ihn nicht abnehmen. Den Schlüssel alleine hat Mahana versichert, verstaut. Du musst ihn aber abnehmen. Du musst dich ihr wie unkenntlich den rüber machen. Ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Ich krieg diesen Armreif nicht ab. Da wird es doch ewig einen Weg geben. Wir werden doch irgendwas finden können, um ihn von dir abzumachen. Ich sehe mal nach ein paar Werkzeugen. Meinte Bible. Und er machte sich daran, etwas zu suchen und den Armreif von Takiro zu knacken. Er sollte sich so verändern, dass er als Prinz Takiro nicht mehr so leicht zu erkennen war. Nach etlichen Versuchen schaffte es Paivam dann doch, den Armreif aufzubrechen. Gut. Meine Güte, die Stelle ist rot. Es ist langsam Zeit, ist abgehauen. Du solltest diesen Ring am besten gut verstauen, dass ihn niemand findet. Du solltest dich verändern. Ich will zusehen, dass du deine. Ja, lass dir das einfallen. Ich könnte meine Zacken anders verstellen. Die sind ja verstellbar und wenn der weg ist, ein bisschen rußig machen, ein bisschen dreckig, dass ich ein bisschen anders aussehe. Gut, warte. Takiro machte sich daran und versuchte sich so gut wie es geht zu verändern. Stellte seine Drachenzacken anders. Ja, da hinten und so. Machte sich ein bisschen rußig, dass er ein bisschen dreckig aussah und als einer der gewöhnlichen anderen Drachen wirkte. Und nicht mehr sauberer, edler Prinz, wie er war, zu erkennen war. Und das Frosttakio von den Soldaten und auch von Mahana nicht mehr leicht ausfindig zu machen war. Es sah nun wirklich aus wie einer dieser wilden, fremden Drachen. Und, naja. Sehr gut. Ich will zu meiner Freundin. Aber meinst du? Keine Sorge. Das kriegen wir hin. Wir sorgen dafür, dass zumindest nur die wenigen davon wissen, dass du Prinz Takiro bist. Und wenn du dich wirklich auf die Suche machen willst, solltest du dir das wirklich überlegen. Erklären, was zu sagen. Ich muss es tun. Kim sollte wissen, dass es mir gut geht. Das ist wichtig. Ich bringe dich zum Haus. Wir werden mal sehen, was wir machen. Alles klar. Balbem und Takiro machten sich dann auf den Weg zum Hasenhaus, wo Rolf, Erna, Kim und Anna waren. Und, naja. Die Hasenmädchen waren gerade damit beschäftigt, draußen Wäsche aufzuhängen. Und, naja, so ganz hatte Kim es zwar nicht vergessen, verarbeitet, aber sie half im Haus mit. Und sie machte, was sie sollte. Aber lächeln war auch gar nicht mehr dran. Schwesterherz, komm jetzt. Du bist hast die ganze Zeit das traurige Gesicht. Kannst du das nicht wirklich vergessen mit ihm? Du verstehst nicht, was Takio für mich bedeutet, Anna. Und den Harry, die Sache, dass er was, dass er das Ganze da. Komm schon, ich will meine süße Schwester haben, die lachen kann, wie früher. Das, ja. Ohne Takiro wird es nie wieder so sein. Er hat mich zum Lachen gebracht. Er war für mich da und, ja, du weißt schon.
Kinder, Mädchen, wenn ihr Bock habt nach der Arbeit, kommt hier rein, ich habe Kuchen gebacken. Kommt schon, das wird euch aufheitern und besonders Kim. Hm? Ja, schau mal, groß mit dem Kuchen gebacken. Kuchen und Saft. Stimmt lecker, komm schon. Ich will noch das letzte öffnen, komm ich, okay? Ich will nichts essen. Kim! Komm jetzt, mach nicht so die Sture. Hey. Komm jetzt mit rein. Gönn mit dir Kuchen mit mir und hör jetzt auf, diesen Drachen nachzutrauern. Es ist vorbei. Er ist weg. Du hast vielleicht recht. Jedes Trauern und Weinen bringt mich der Kiro auch nicht zurück. In dem Moment. Kim, schau mal. Da kommt jemand. Ja. Wer ist das? Wir sahen gerade den fremden Mann in der Kleidung eines Drachen. Kinder, kommt rein, schnell. Die Großeltern riefen die Mädchen rein, aber naja. Entschuldigt bitte. Wir wollen euch nicht stören. Mein Drache und ich suchen für die Tage einen Platz für die Nacht. Bei uns nicht. Geht ihr sofort weiter. Keine Sorge. Der Drache ist harmlos. Er wird niemandem etwas antun. Kim wurde es auch ein bisschen merkwürdig in der Gegenwart dieses Drachen. Vor allem, wie er sie ansah. Und ja, sie schien irgendwas zu spüren, aber wusste nicht, mit was zurechtzukommen. Es sah so komisch aus auch und na, sie kam mit der Situation gerade gar nicht klar. Beide. Schön, dich zu sehen. Was ist heute? Ach so, stimmt, ja, Weiland. Wer ist das? Was hast du mit diesem Drachen zu tun? Das reden wir drinnen. Ich möchte gerne mit euch sprechen und lasst alles gut sein. Ich möchte nicht, dass die anderen Hasen und sonst irgendwer davon weiß. Balbem unterhielt sich mit Erolfadana und ließ Takiros war alleine stehen. Die beiden Hasenmädchen hielten Abstand und sahen ein bisschen ängstlich an und ja. Hallo, ist es. Ich werde schon nicht antun. Sieh mich an, kennst du mich? Was? Lass mich in Ruhe! Ich habe momentan keinen Kopf für sowas und keine Zeit für solche Dinge. Wenn dieser Drache hier wirklich im Haus bleibt, mit diesem Typ da. Habe ich auf mein Zimmer auf jeden Fall. Warte doch! Kleine, warte! Lass unsere Tochter in Ruhe. Lass es bleiben. Warte. Ich wollte nichts antun. Ich bin. Ja, wir wissen, wer du bist. Aber ich möchte jetzt wirklich zu dir gehen und die Sachen wissen und verstehen. Ich möchte ein Gespräch mit dir, Junge. Er hat uns gesagt, wer du bist. Junge. Bitte lass mich mit Kim reden. Hört jetzt auf. Du bist. Ich bin Takiro. Ja. Du siehst aber. Ich sehe so anders aus als vorher. Was ist. Der Junge sollte sich tarnen.
Wegen der Soldaten der Königin. Aber er und ich werden sowieso nicht lange da sein. Wir werden auf die Suche gehen. Ich werde ihm helfen, seine Mutter und seinen Bruder zu finden. Aber er stand halt drauf, dass die Kleine Bescheid weiß, dass es ihm gut geht. Okay. Natürlich. Kim ist total aufgelöst und in Tränen. Sie isst nichts und sie glaubt ihm, dass sie tot ist. Was? Ja. Ich habe auch gesehen, dass ihr euch nicht mehr bewegt habt. Und, naja. Ich rede mit ihr. Ich rede das an. Ja, duzt mich ruhig. Kim darf das auch und seid ihre Familie. Für euch gilt das Gleiche. Nennt mich einfach Takiro und das ist gut. Darf ich mit dir reden, bitte? Natürlich. Los. Versuch sie bitte zu beruhigen und wieder. Ja. Alles klar, keine Sorge. Takiro machte Kim nach, die auf ihr Zimmer geflüchtet war. Und die Nesfes erste nicht erkannte. Ich dachte, ich wäre drüber weg. Aber ich scheine von in jedem Tag mein Takiro zu sehen. Ich muss damit klarkommen, dass er tot ist, dass er nie wieder zu mir zurückkommt. Ich sollte vergessen. Ja. Und jetzt soll dieser Typ mit diesem Drachen hier auftauchen? Und die wollen hier bleiben? Das wird schlimm für mich. Da sieht dieser Drache wirklich aus wie mein Takiro. Aber er ist es einfach nicht. Nein. Und Takiro kann ich einfach nicht mehr. Ich ertrage es ohne ihn einfach nicht. Bitte Ruhe. Nein. Verschwinde bitte. Lass mich in Ruhe. Raus hier. Ist immer so giftig zu anderen? Sieh zu, dass du verschwindest und lass mich in Ruhe. Ich möchte ein Gespräch mit dir. Okay. Erkennst du mich nicht? Ich bin deiner Kiro. Nein, das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Raus hier. Der Kiro wurde von dieser Taten getötet. Ich bekomme ihn nie zurück. Verschwinde einfach. Kim. Bitte. Glaub mir. Ich weiß. Mir geht es gut. Raus hier! Du bist niemals mein... Lass mich los! Nein. Psst. Es ist so. Ich werde dich nicht loslassen. Kennst du mich vielleicht so? Takiro. Ja. Oder das hier? Er hat es gesehen. Hör auf zu weinen. Greif mir, dass ich hier bin. Lass mich los. Takiro.
Ist ja gut. Gero. Psst. Es ist schon gut. Bitte beruhige dich. Es tut mir leid. Bei dem Zwischenstopp, wobei ich mich mit dir gestritten habe. Bitte verzeih mir. Ich bin dir für nichts böse. Ich bin dir für nichts und gar nichts böse. Bitte aufzuweiten. Mir geht es gut, ich bin hier. Alles ist gut. Ich bin hier bei dir. Und Baiba redet gerade mit deinen Großeltern. Sie wissen Bescheid. Alles ist gut. Ja? Deine Großmutter hat mich gerade auch zu dir geschickt. Ja. Dass ich dich wieder runterbringe. Was ist passiert? Du isst nichts? Du hängst die ganze Zeit nur hier rum? Ich hab dich vermisst. Ich habe... Das hier tragen, nicht zu sehen da. Ich war wirklich kurz davor, es aufzugeben. Hey. So, wir erinnern das jetzt mal. Du isst erstmal was. Ich will, dass du was in die, was rein, was du was isst. Du sollst wieder zu Kraft kommen, okay? Du isst jetzt was. Okay? Alles ist Drachengut. Du bist wirklich bei mir. Und ich träume das nicht. Glaubst du, dass ich hier bin? Glaubst du mir, dass ich hier bin? Aufhören! Aufhören zu kitzeln! Ja. Mein Drache. Es ist Drachengut. Du wirst es was essen. Und ich will, dass du wieder Kraft bekommst. Verstanden? Ich möchte zusehen, dass die Kleine was in den Bauch bekommt. Dass sie was isst. Mache ich. Mach mir klar. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aufgelöst sie war die ganze Zeit über. Das kannst du meinetwegen. Wartet. Großmutter? Was denn? Du weißt ja, was ich gesagt habe. Dass ich verdammt gerne Takiro auf seiner Suche begleiten will. Das kommt, wie gesagt, überhaupt nicht in Frage. Das geht nicht. Du bist ein Hasenmädchen, ein zartes. Du bleibst hier zu Hause. Wo du in Sicherheit bist. Und der Garantie kommst du nicht mit ihm. Bitte. Kim wünscht sich das so sehr und genau gesehen für mich. Ich würde sie verdammt gerne mitnehmen. Junge, nein. Du weißt, es geht nicht. Oh Kind, ich bin zwar sehr froh darüber, dass du die Bestätigung hast, dass erlebt, dass alles gut ist. Aber auf die Suche wirst du unter Garantie nicht mitgehen. Hoppa.
Und auch das, was ich da gehört habe. Takio bekommt ein eigenes Bett. Freundschaft ist okay. Aber andere Sachen tue ich hier nicht. Aber Großmutter... Nein. Bitte, seien Sie doch nicht so streng. Ich... Nein, Junge. Hey, was soll das? Jana. Großmutter. Ich will, solange der Junge hier ist, werde ich genau aufpassen, was zwischen den beiden läuft. Mehr werde ich nicht erlauben. Freundschaft ist okay. Und er wird auf die Suche gehen. Aber solange er hier im Haus ist, will ich sowas wie Schmusen und andere Dinge nicht sehen. Kim, du weißt, dass es nicht geht. Und du weißt, dass er der zukünftige König von Dragonia ist. Das wird sich einige Sachen leider tabu sind. Aber... Hey, ich habe ihr erlaubt, sich mir gegenüber locker benehmen zu können. Sie dachte das alles. Ich habe ihr das alles erlaubt. Nein, Junge. Du bist der zukünftige König von Dragonia. Und ich will nicht, dass Kim eines Tages was Schreckliches erfahrt, was passiert. Dass sie feststellen muss, dass sie dich nicht halten kann. Was war das denn jetzt? Ganz einfach. Wenn du König wirst, du wirst gezwungen sein, eine Drachenprinzessin zu nehmen. Und das wird euch beiden auseinanderreißen. Und es wird Kim sehr wehtun. Nein, bitte. Bitte, Großmutter. Ich will, dass Takeo bei mir ist. Und ich bitte ihn auf die Suche begleiten und ihm helfen. Bitte. Nein, ich werde alles im Auge behalten. Sollte irgendwas sein, was mir nicht gefällt. Ihr werdet in getrennten Betten schlafen. Habt ihr mich verstanden? Auf dem Weg hier hatten wir doch auch kein Problem damit. Ich würde Kim nie was antun und ich meine es niemals böse mit ihr. Nein, Junge. Solange du hier bist, bis du auf deiner Suche gehst, werde ich das im Auge behalten, was zwischen euch beiden läuft. Aber bitte nein, ich... Schon okay. Wenn sie das so meinen. Takeo. Es wird nach deiner Großmutter hören. Das habe ich gesehen. Vergiss es, dass du dich in ihr Zimmer schleichen kannst. Junge, ich möchte, dass du mir hörst und sollte hier irgendwas sein, bist du schon früher mit deinem Begleiter draußen, als du lieb bist. Erna, was soll das? Rolf, ihr versteht das alle nicht. Ich möchte nicht, dass Kim und Takeo mehr haben als Freundschaft. Außerdem geht es zwischen euch beiden nicht. Er ist ein Drache und du bist ein Hase. Überleg dir das mal. Ja und? Das ist aber vielleicht das erste Drachenhasenpärchen. Ist das ein Problem? Kim und ich gehören zusammen. Davon werde ich kämpfen. Ich weiß schon lange, was abläuft. Du lobst schon doch. Ich möchte aber nicht, dass ihr zwei was miteinander habt. Du bist der zukünftige König von Dragonia. Es geht nicht. Überleg dir das, Junge. Wie es raus ist im Zimmer. Okay. Ich möchte, dass wir uns der Sache deiner Großmutter beugen. Aber ich... Mich will ich bei mir haben. Hast du doch. Ich bin nebenan. Wir werden gemeinsam von dir was zu Abend essen. Und dann... Wir werden die Tage sehen, was passiert. Nimm die Hände da weg. Ich darf meine Freundin davon nur streicheln. Sie ist nicht deine Freundin. Nicht so. Freunde ja. Und andere Sachen sind tabu. Das möchte ich nicht. Wir sollten uns wirklich den Willen deiner Großmutter beugen. Wenn sie das nicht will, das haben wir erst. Gut, essen wir etwas. Und danach sehen wir weiter. Momentan konnte man nichts machen. Erna war sehr streng, was die Sache angeht.
Alles andere, als was Kimme sagte, dass sie herzensvoll gut war und dass wir Takeo annehmen würde. Irgendwas schien da ihr nicht zu passen, dass Takeo und Kim es außer wirklich miteinander mehr hatten als Freundschaft, als was sich mehr entwickelte. Und sie wollte verhindern, irgendwas, dass Kim da irgendwas passieren sollte, was sie verhindern wollte. Was wusste man nicht, aber naja. Nach dem Abendessen. So. Ich würde mich gerne frisch machen. Dort runter da. Du weißt, wo das Bad ist. Ich danke euch. Wobei wir werden die Tage in der Suche starten. Sobald es geht. Okay. Wir sind Freunde. Und das wird bestehen. Wenn ich diese Suche geschafft habe, wenn es funktioniert, dass ich meine Mutter und meinen Bruder finde, dann werde ich von dir berichten. Gibt es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, dass wir uns sehen und... Hm? Aber ich will nicht hier warten, um zu wissen, dass du auf der Suche bist. Und wir beide, was dir da unterwegs so passieren kann. Ich will bei dir sein und dir helfen. Egal was ist. Nein, Kind. Wie gesagt, du bleibst hier. Du bleibst schön zu Hause, wo Anna auch ist. Und hilfst mir. Es wird nichts mitgegangen. Takeo hat Beibeln dabei. Aber sie ist so gut beschützt. Ist schon in Ordnung. Ich sehe ja auch, dass dem es sicher ist, als mit mir auf die Suche zu gehen. Das ist hier, wenn die vier wäre, vernünftiger. Was ist das? Takeo! Nein! Deine Großmutter hat ja auch recht. Ich gehe jetzt duschen. Danach werde ich stehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Anna. Ja. Gute Nacht, Tante. Schlaf gut, Kim. Wir sehen uns morgen früh. Takeo machte sich auf den Weg zum Bad, um sie etwas frisch zu machen. Nach einer guten Weile. Ich lasse mich nicht vom Kim wegreißen. So. Ich werde mich jetzt auflegen. Gute Nacht, Kind. Gute Nacht, Schatz. Und überlege dir bitte. Ich verstehe nicht, was ihr dagegen habt und warum ihr mir Takeo verbietet. Großmutter, bitte. Überleg dir das. Er ist ein Drachenprinz. Es geht nicht. Er wird dir eines Tages wehtun, wenn er einmal die richtige Prinzessin hat. Dann wirst du vergessen werden und er wird dich sehr verletzen damit. Überleg dir das. Du bist weder Drachenmädchen noch Prinzessin. Und eines Tages würde dich dann eh vergessen. Du weißt ja auch, dass Draconia gerettet wird. Natürlich will ich das. Also, sieh es ein, dass der Drache für dich nichts ist. Du bleibst hier bei uns, wo du in Sicherheit bist. Jetzt schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Kim machte sich auch ins Bad, blieb aber an der Tür von Takeo stehen. Takeo, schläfst du schon? Ich hab dich lieb. Gute Nacht. Sie bekam keine Antwort. Traurig machte sie sich nach dem Duschen auf ihr Zimmer.
war schon bereits dunkel und sie hatte auch keine Lust mehr, irgendwie noch was Licht zu machen und so. Sie wollte sich einfach nur legen und ja. Ich würde alles dafür geben, wenn ich mit der Kiro auf die Suche könnte. Ich liebe ihn ohne Ende. Ich möchte ihm einfach helfen. Ja, Großmutter hat schon recht. Wenn er einmal König wird, wird er mich mit Sicherheit eh vergessen. Wenn, vor allen Dingen, wenn er das richtige Drachenmädchen hat. Er wird auch irgendwann. Ja, es wird immer so sein. Wenn er auf die Suche geht, sehe ich ihn nie wieder. Das ist leider so. Ich darf nicht mit. Ich bin erwachsen genug und alt genug. Wer bin ich hierher gegangen? Sofort direkt auf die Suche, ja. Dann gibt es nichts, was es uns verbieten würde. Aber Takeo selbst werde ich auch so nicht mitnehmen. Also werde ich hier bleiben. Bei meinen Großeltern. Ich werde verstehen, wer das ist. Ich liebe ihn am Ende. Das ist das Schlimmste. Ich bin noch bei mir kuscheln. Ich war zu mir liegen, da fass ich. Ihr seid eh nur Freunde. Mehr wird da nicht sein. Als wäre ein Drache schon mit einem Haus neben mir. Kim kuschelte sich ins Bett, legte sich hin und ja, schlief auch langsam ein und ja. Bist du bei mir? Soll ich wohl? Ist auch so dunkel, dass ich noch was sehe. Nichts mehr, als mich jetzt eigentlich pushen zu dürfen. Ein Drache. Yeah.
los. Meine Großmutter. Ja, ja, das gehört. Ja, mach ich jetzt. Hier. Runter. Kind. Runter. Weck dich nicht. Erna kam rein. Wütend. Was ist los, Kind? Ist sie etwa bei dir? Ich habe gerade geschlafen. Was soll denn sein? Ich habe dich lachen hören. Katja ist bei dir, oder? Siehst du ihn etwa? Er ist drüben. Du hast es doch verboten. Ich weiß genau, dass der Junge bei dir ist. Sein Bett ist nämlich leer. Junge? Großmutter, nein, Takiro ist nicht bei mir. Das werden wir gleich mal sehen. Großmutter ließ nichts aus und riss die Decke weg. Wusste ich's. Junge! Nein, bitte, schick ihn nicht rüber. Ich will, dass Takiro bei mir ist. Bitte. Reißen Sie uns ruhig auseinander. Sehen Sie, ich will Säcke bei mir sein. Nein, Junge. Raus hier. Nein. Bitte. Ich will, dass Säcke bei mir ist. Und ich möchte verdammt nochmal gerne mit ihm auf die Suche. Junge, sei vernünftig. Du weißt nicht, ob du sie beschützen kannst. Und ich möchte auch nicht, dass hier die Sache weiter passiert. Verlasse sofort das Zimmer. Ist das verstanden? Sonst verlässt du noch heute Nacht mit deinem Begleiter bei das Haus. Juhu, du lässt es dir doch nicht verbieten. Ich habe keine Wahl. Juhu. Bitte. Wir haben keine Chance. Ich hoffe nur, dass Sie damit glücklich sind, was Sie Kim mir damit antun. Raus, Junge. Kiro. Ich bin dem Mann. Schlaf. Takiro machte sich raus. So, Fräulein. Ich werde wach halten. Er wird nicht noch einmal die Chance haben, zu dir zu können. Hast du mich verstanden? Soll doch irgendwie eine Kleinigkeit passieren. Ist er noch diese Nacht aus dem Haus? Ist das klar? Da werfe ich ihn raus. Nein. Großmutter. Kim hatte keine Wahl. Einer stieß Takiro raus. Und ist Kim alleine. Das ist so gemein. Draußen? Warte, Junge. Warum tun Sie das? Warum reißen Sie uns auseinander? Hast du dir schon mal ganz genau im Kopf gemacht, wie das weiterlaufen soll mit euch? Du bist der Prinz von Dragonia. Du musst König werden. Ist dir das eigentlich klar? Das ist mir sehr klar. Ich weiß, dass ich der zukünftige König von Dragonia bin. Aber ich liebe Kim. Und ich will erst dafür tun, dass ihr beide zusammenkommen. Zusammen bleiben können. Das wirst du nicht. Das Protokoll schreibt eine Drachenprinzessin vor. Und das ist Kim nicht. Das weiß ich. Aber Kim ist viel wertvoller als jedes Drachenmädchen auf der Welt. Sie liebt mich. Sie liebt mich als der Drachen, der ich bin. Und nicht die Sache mit Prinzen und sonstigen Kram. Nein, sie ist genau das aufrichtige Mädchen, was ich mir wünsche. Junge. Du weißt nicht, ob du deine Mutter und deinen Bruder findest. Was sonst sein wird. Am Ende wirst du doch gezwungen sein,
wenn du irgendwann das richtige Drachenmädchen findest, wird Kim abgeschrieben sein. Niemals. Ich liebe sie. Für mich bedeutet Kim mehr als alles andere auf der Welt. Ich fühle sie, würde ich mein Leben riskieren, wenn es sein müsste. Junge, hör dich auf. Hör auf, Kim, Versprechungen zu machen, die du nicht halten kannst. Ich will diese Versprechung halten. Ich will diese Dinge halten. Junge, hör jetzt auf. Ich möchte, dass du vernünftig nachdenkst und darüber nachdenkst, wie es ist. Und das fast, und Kim aus dem Kopf zu reden, mit dir auf die Suche zu gehen. Werner. Überleg es dir. Das Kind ist dir sicherer. Kim ist erwachsen genug. Sie ist alt genug. Es hat deinen Soldaten angesprungen und gebissen, als er mich gehabt hatte. Sie ist sehr mutig. Sie ist stark genug. Und ich weiß, was sie kann. Und ich werde bereit, alles zu tun, um sie zu beschützen vor allem und jedem. Ich bin mir letztlich auch bewusst, dass sie hier sehr sicher ist. Das weiß ich auch. Aber ich wünschte es mir schon verdammt gern, sie mitzunehmen. Wir gehören zusammen. Es würde für mich genauso schwer fallen, weit weg von ihr zu sein und sie nicht zu sehen. Sie nicht zu spüren. Ihr Lachen nicht zu hören. Sie ist die einzigste Freundin, die ich mein Leben hatte, die ich jetzt habe. Sie hat mir vertraut. Sie ist nicht davongelaufen wie all die anderen. Junge, bitte. Ich will, dass du vernünftig denkst. Du bist kein gewöhnlicher Drache wie die anderen. Auf deinen Schultern liegt das Schicksal eines ganzen Königreiches. Außerdem eine Beziehung zwischen Drachen und Hase ist zum Scheitern verurteilt. Ich könnte dir nie was antun. Ich weiß, was du sagen wirst. Wenn ich anders ticken würde wie die anderen, dass die für mich Schmerzen haben wäre. Ich könnte Kim nie verletzen. Ich könnte nie Gedanken hegen, sie fressen zu wollen. Oder sonst irgendein Drachenmist. Nein, ich bin keiner von denen. Noch nicht. Aber er sagt nicht, dass du ihr wieder zu einem werden könntest. Die eine Geschichte am Anfang, wie du es versucht hattest. Ich weiß, dass es verrückt war. Ich weiß, dass es Irrsinn war. Ich habe mich bei Kim entschuldigt und ich wollte es. Ich wollte es eigentlich nicht. Du hast es versucht. Was wäre gewesen, wenn es dir doch gelungen wäre? Ich weiß nicht. Hast du dir schon mal überlegt, wie du drauf wärst, wenn du einmal wirklich Blut schmeckst? Wenn es da wirklich so weit wäre? Ich weiß nicht, wie es sein würde. Aber ich möchte nur garantiert keiner von diesen Drachen werden. Und sein. Ich liebe Kim und sie wäre bei mir nicht in Gefahr. Ihr könntet sie mir so anvertrauen und ich will sie beschützen. Aber ich weiß, was du meinst. Die Suche ist gefährlich. Und da könnte dir alles passieren. Wo ich sie vielleicht nicht beschützen kann. Wo ich mir da Vorwürfe machen müsste. Euch gegenüber auch, wenn dir klein was passiert. Ich will euch so gut wie es geht aus der Suche und aus den ganzen Sachen raushalten. Und zwar schon, wenn Mahana von ihr weiß. Ja. Du hast recht, Erna. Ich werde ab morgen etwas tun. Was mir selbst weh tut. Und ich werde versuchen, nicht lange hier zu bleiben. Sobald ich etwas weiß, werde ich die Suche starten und so schnell wie möglich. Ich werde das nicht gerne. Gute Nacht.
Gute Nacht, Kleiner. Takiro machte sich ins Zimmer. Bern hat recht. Ich weiß nicht, ob diese Runde gelingen wird. Was wird, was passiert und wie das alles sein wird. Das mich kümmert mir. Ist zum Scheitern verurteilt. Ich muss König von Dragonia werden. Genauer gesagt, wäre ich mein Bruder. Der zukünftige König, er ist der Ältere. Wenn er auch nicht will und die Sachen nicht sind, ich kann ihn nicht zwingen. Ja und? Dann würde ich mit Kim dort glücklich sein, bei ihm. Kann Mahana Dragonia haben.